Ah, ich bin dieses Level-Design. Wie habe ich es vermisst im zweiten Teil? Kommt man hier jetzt eigentlich so diese Dusche? Da einer? Ui! Faceplant! Oh shit. Hä, von was habe ich da Schaden bekommen? Hallo Jungs. Ich könnte gleich unten bleiben eigentlich. Ne? Was will er denn? Wo laufen sie denn? Oha. Ich habe mich kein einziges Mal hitten lassen. Bin stolz auf mich. So. Wie kriege ich die da oben weg? Kann ich da gegen die Wand schmeißen? Jetzt mache ich den Schaden. Oder nicht? Aha. Da ist noch einer. Red Bug Pellet. Ich glaube, wenn das dann einmal so ein Pfeil ist, dann tut es direkt in Storage. Kann es sein? Wenn man zu viel davon hat? Ja, man kann nämlich nur 5 tragen. Ich muss mal das nächste Mal am Bonfire. Bitte erinnert mich dran, dass ich da in mein. Hier. Ihr wisst, was ich meine. Guck. Ja, am besten drückt mal anvisieren und guckt in die andere Richtung. Danke. Oh nee, nicht so einer. Mensch, da habe ich aber auch schon sterben sehen, ne? Ja, immer noch geambert. Ah. Der wirft mir den Lloyds Terrible mein Leben. Undead Hunter Charm. Was war das? Ich könnte allgemein mal gucken, was ich so im Inventar alles habe. Okay, ich kann noch einen Undead Bone Shard verbrennen. Rubbish brauche ich nicht. Jo, die Seelen halt, ne? Was war nochmal mit der Zunge? Proof of Invaders Victory over Host of Embers. Ah, die kriegt man, ne? Das Ganze, wo man die abgeben kann. Genau. Prevents Estus Recovery, das war das. Aber ich habe doch noch irgendwas bekommen, wo ich nicht wusste, was es ist. Ah, okay, das ist so ein Charm. Ein Haufen Schilder. Oh, und Waffen habe ich natürlich auch noch einen Haufen. Hä, was sind denn Waffen? Da. Die Säge. Boah, 24 Stärke. Die Pike. Oh, 18, 14. Wäre eigentlich nichts für mich bei, ne? Ich glaube, ich habe echt schon eins von den besten Waffeleisen, die wenig brauchen und viel Schaden machen. Zwei. Bisschen doof, dass ich. Gibt es irgendwelche Items, die man essen kann, die Mana wieder auffüllen? So wie die Spices in Dark Souls 2, die man nie benutzt hat.
stimmt, das steht auch mit Stored dran, ne? Ja, genau. Eine ist Stored. Jo, gibt's irgendwas? Ups. Apply Strike. Lightning. Ja, okay, ich weiß nicht alles. Aber. Nope. Oh, er kommt. Der ist nämlich ein Tough Enemy. Heute läuft's bei mir. Sieht halt auch aus wie so ein Hidden Wall, ne? Bewegt sich das? Tatsächlich, das bewegt sich. Ich dachte gerade, es sieht nur so komisch aus. Aber es bewegt sich. Da läuft so Wasser runter. Oder keine Ahnung was. Nee. Ja, reicht. Muss eigentlich immer ein Auge nach oben haben, um zu gucken. Wow! Nee, Moment! Wenn ich den Mund zu machen. Ja, leiser. Andere. Wie geht's denn hier lang? Da kann man das Ganze von oben begutachten. Warum stecken hier überall so Dinger drin? Warum so traurig? Ah, ich bin gehunter-charmed worden. Drin ist jetzt wieder so ein Tod. So ein Lüfer. Zum Glück hat er mich nicht getroffen. Ne? Böse. Shit. Heute. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung soweit. Kein einziges Mal gestorben. Boss, first try. Läuft. Ah, da ist noch einer. Ah, der lebt noch. So. Ich guck immer gern hinter die Säulen. Da geht's nämlich doch. Ah! Das ist ein Selbstmörder. Oh shit. Ben! Weil hier liegen gerne mal Items. Hat er die gefressen, die Firebomb? Moin Haze! Wie geht's? Wie steht's? Super! Super, mir geht's klasse. Selbstvertrauen ganz weit oben. Bin da, ich wollte drei. Und auch so geht's mir wunderbar. Wie geht's dir selbst? Das ist auch eine sämtliche Frage. Ah, okay. Hier gibt es nämlich einen netten Mann. Da unten. Da unten rennt so ein kleiner rum. Aber wir wollen ja erstmal zum Bonfire.
Oh, hier, hier geht's rund. Der zweite Schlag so unglaublich wenig abgezogen. Hallo? Anvisieren? Danke. Der haut mich mit seinem Kruzifix, ey. Immer diese Militanten. Fanatiker. Anhänger von irgendwelchen Religionen, ja. Gibt's hier noch was? Ne. Hier geht's auch super. Alles an der roten Linie für das Wochenende. Ja, also. Schon früh, ne? Samstag 14.25 Uhr. Alles erledigt fürs Wochenende geplant. Wunderbar. Ich bin kein einziges Mal invaded worden, das wundert mich irgendwie. Doch, gut. Firelink. Level geht. Ein Level geht. Ich überlege mir gerade, ob ich ein Level in. Endurance stecken soll. Welcome home, speak thine heart. Very well, then touch Hignup. Touch me. Ah ne, Vigor. Erstmal 20 Vigor. Damit wir eine runde Zahl haben. Eigentlich bräuchte ich auch noch 2 Vitality, damit ich 10 habe. Sonst bekomme ich da Jucken. Ein Jucken. Aha, stopp. Burn Undead Bone Dusk. Ich dachte, war das wieder vergessen. So, Bonfire Level 3. Wer hat Bock auf einen Bossfight? Ganz laut hier schreien. Denn ich habe jetzt Bock auf einen Bossfight. Der wird jetzt vielleicht ein bisschen haarig, aber hoffentlich interessant. Oh, mein Hut, das sieht so schick aus. So. Kommt er jetzt schon? Das ist gar kein Bossfall. Ein Direktor. Was tut er? Oh oh. Nein, 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 nein. Nein. Erst ausweichen, dann schmeißen. Oder auch nicht. Ja, guck doch blöd. 65 Schaden gemacht. 65 Schaden gemacht. Oh, der legt, da langt er nochmal zu. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Guckt er jetzt gleich wieder? Mit rechts zu hauen, haut er zweimal zu. Links nur einmal. Oh, erwischt. Oder? Nee, er haut ins Eck. Gut dran vorbeigeworfen. Guter Mann. Was? Wie kann er den nicht treffen? Das Ding ist 30 Kilometer groß. Boah, hä? Wo kam der denn her?
Oh. Sind durchgehauen. Nein! Nein! You kidding me? Ah! Ah! Ah, viel zu langsam. Open! Schieb die Tür auf! Lass mich raus! Ich will hier nicht sein! Ja, die ist doch offen! Oh! Puh! Oh. Ich sag's euch, Adrenalin. Ich hab so oben so viel Schaden gemacht. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Ja, das Gegnerdesign in dem Spiel ist unglaublich schön. Unglaublich gut. Abwechslungsreich. St. Brident. Brident. Oh, what bones. Ich gehe gleich nochmal zurück. Aber hey, mir geht gerade die Düse. Oh. Wie er langsam die Türe aufschiebt und der Gegner da mich anglotzt, ey. Oh. So. Gut, geh mal offen, mein Freund. Ich hab ihn sogar getroffen. Jetzt nicht mehr. Jetzt zockt er sich wieder hin. Okay, irgendwie habe ich ihn, glaube ich, verwirrt. Dadurch, dass ich die Türe aufgemacht habe und er nicht dabei tot war, habe ich ihn, glaube ich, etwas verwirrt. Oh oh. Oh oh. Ah! Fang! Lol. Ich kann den nicht treffen. Der bringt nur 4000 Seelen? Ah, dass ich halt auch den Sturz überlebt habe, ne? Ah, dafür hat er mir 4 Kothäufchen überlassen. Finde ich sehr nett von ihm. Maidenhood. Diese Grütze. Ich brauche unbedingt den Rust. Old Rust. Über irgendwas drin. Wenn es den überhaupt hier gibt. Oh. Junge, Junge, Junge. Mir ging jetzt echt gerade die Düse. Aber das macht das Spiel auch so unglaublich interessant und abwechslungsreich. So, ich glaube, hier geht's gar nicht weiter. Oder? Da steht jetzt bestimmt Hurra for Dead End oder so. Praise the Sun. Ich kann keine Sun brazen. Aber die Aussicht genießen. In da unten bin ich doch irgendwo mal rausgekommen, oder? Ja, da unten bin ich schon rumgerannt. Da? Ja, da ist nämlich der Sage gewesen. Da, wo ich den Hut her habe, der war da unten. Der Bosskampf. Das ist halt so geil an dem Spiel, dass dieses Level-Design so ist, dass man halt immer wieder an Stellen kommt, wo man denkt so, ah, da war ich schon. Die Frage ist nur, benutze ich jetzt einen Homeguard Bone? Ja, wobei 6000 Seelen sind ja nicht so prall. Aber andererseits muss man sich hier durchkämpfen. Eine Katze. Oh, und ein Gegner. Den kennen wir doch. Ah, ja. Warum besiert es den nicht an? Der steht direkt neben mir. Verdammte Scheiße. Oh, ey. Oh Gott, geht dem, wo kommen die ganzen kleinen Kinder her, ey? Jetzt rülpst mich da auch noch so eine Tante an. Also ich habe mich jetzt gerade im Moment ein bisschen verlaufen. Ich habe keinen Bock auf den. Oh, den kann ich aufmachen.
Ich versuche gerade mich zu orientieren. Boah, sag mir nicht, dass es eine andere Shotgun ist. Haha! Da, guck an! Wunderbar! Durch Zufall. Wo geht's denn hier hin? Ich bin so verstört und verwirrt und aber andererseits gleichzeitig erfreut über das Level-Design. Oh, hi. What are you doing here? Ach, das hier. Ah. Der Typ, der hier oben immer rumgenervt hat. Gibt's da jetzt echt nur die Fahrbahn, um hier hochzugehen? Ah, oder geht's da draußen weiter? Nö. Okay. Wo kann man da noch weiter hoch? Nö. Okay. Hol mir den Aufzug wieder hoch. Unterm Aufzug. Auch nix. Muss ich bloß aufpassen, dass ich da mal nicht reinrenne. Knall auch mal meinen. Nein! Den hier knall ich auch mal nochmal hin. Wer weiß. Vielleicht will ja wieder jemand Hilfe. Ja gut, da könnte ich auch runter, aber da will ich nicht runter. Da war ich ja überall schon. So, der Dicke ist noch da. Der hat da die zwei Hundis mit dabei. Tja, und schon werde ich zusammen. Gehe ich lieber an eine Stelle, die ein bisschen ungefährlicher ist, wie zum Beispiel hier. Und warte auf mein Schicksal. Hm. Hat sie es jetzt abgebrochen? Unable to be summoned. Fail to join session. Okay, er hat mich gesehen, aber seine Fifi ist nicht. Oh shit, 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 shit. Ich bin ein Trottel, ich bin ein Trottel. Ich stelle alles falsch gerade ein. Oh. Jetzt aber! Ah! Scheiße. Aufregung pur. Aha, die Kate. Samurai-Schwert und einen riesen Bogen hat die Alte, aber irgendwie keinen Bock loszulaufen. Da zeige ich erstmal, wo es lang geht. Als der Minister wieder hoch will. Da oben gibt's doch nichts. Point down. Ach, die hat schon was zum Werfen. Bitte geh da nicht runter. Ah, stimmt, hier war ich noch. Da, guck, da lernt man was Neues, weil hier war ich ja noch gar nicht. Das habe ich nämlich nicht gesehen.
Es gibt so viele Wege. Das ist der Hammer. Invaded by Weeping Angel. Mhm. Fuck, ich hab... Oh, jetzt ist die runtergefallen. Da habe ich richtig hart gefailt. Oh, da habe ich so hart gefailt. You died. Oh, die hätte ich aber killen können. Auf jeden. Okay, der geht wieder zurück. Und ich... jetzt auch zurück. Nämlich aus dem Spiel, weil wir jetzt eine Runde CS spielen. Bis zum nächsten Mal mit Dark Souls 3.